zeige das jetzt mal absichtlich erstmal so und dann so. Ich mache jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Ich stelle jetzt ein dickes, dickes Buch vor für Nichtleser. Und zwar hatte ich da letztens eine Begebenheit, man saß zusammen, man sprach über Literatur und ein Mann sagte, Bücher, Romane, ne, will ich nicht. Bücher müssen Nutzwert haben, da muss man was draus lernen, da muss man was mitnehmen. Und dann habe ich so Buchhändlerin, die ich bin, gedacht, okay, was sagst du dem? Und dann habe ich gesagt, nimm doch den Bryson, der ist gut, da lernst du was. Ich warte noch auf die Rückmeldung, aber ich glaube, da ich das Buch noch nicht zurück, also ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Und zwar, ich weiß nicht, wer kennt Bill Bryson? Okay, das ist neu, okay, gut, das ist gut. Also Bill Bryson ist ein Reiseschriftsteller, der ist in den USA geboren, hat sehr lange Zeit in England gelebt, jetzt auch wieder. Und er hat einige Bücher geschrieben, eben über seine Reisen, die sind alle ganz wunderbar, ich habe sie alle gelesen. Das Buch über Australien ist vielleicht bekannt, Down Under, Frühstück mit Kängurus, auch ganz wunderbar. Und er hat vor einigen Jahren, das empfehle ich auch immer wieder gern, geschrieben, eine kurze Geschichte von fast allem, wo er alle naturwissenschaftlichen Phänomene dieser Welt so ein bisschen hinterfragt. Und ich bin wirklich, wirklich kein Sachbuchleser und auch wirklich nicht so wahnsinnig interessiert, obwohl ich mit einem Physiker verheiratet bin, was eher schwierig ist. Aber nach diesem Buch habe ich ihn ein paar Sachen gefragt und er war total glücklich, dass ich mich endlich mal dafür interessiert habe. Und dann hat Bill Bryson gesagt, wunderbar, das haben wir abgehakt, jetzt schreibe ich ein Buch über die alltäglichen Dinge zu Hause. Im Englischen heißt es At Home. Das passt eigentlich auch ein bisschen besser als der deutsche Titel. Und er befasst sich anhand eines Hauses, seines eigenen Hauses, ein ehemaliges Pfarrhaus in Norfolk, England, mit der ganzen Weltgeschichte. Also er geht quasi von Raum zu Raum und dann erzählt er einfach. Und dieser Mann, der kann so wunderbar erzählen. Ich würde wahnsinnig gern mit dem Tee trinken gehen, weil das muss einfach so unterhaltsam sein. Der erzählt, warum hat die Gabel eigentlich 4 Zinken? Warum hat sich Salz und Pfeffer durchgesetzt und nicht Kurkuma und Zimt? Und man sitzt die ganze Zeit da und denkt sich, das habe ich auch noch nie gefragt. Oder warum haben Tapeten früher Leute vergiftet? Ja? Wo haben eigentlich die Dienstmädchen geschlafen? Wie war das eigentlich, wenn der Dienstherr in der Küche noch lesen wollte, das Dienstmädchen aber schlafen? Also er setzt sich mit allen möglichen und unmöglichen Sachen auseinander. Ich glaube, der hat Recherchematerial kistenweise zu Hause stehen. Besonders nett sind die Auszüge, wenn er in der Küche ist, so aus alten Büchern über Haushalten richtig gemacht. Das ist äußerst fabelhaft. Und mein Mann und ich haben das zum großen Teil, also ich habe auch Teile gelesen, aber wir haben es als Hörbuch gehört. Das ist auch wirklich unglaublich unterhaltsam. Wenn Sie eine längere Reise vorhaben, wunderbar, nehmen Sie Bill Bryson mit. Sie lernen was, amüsieren sich fabelhaft, ja, und werden diesen Mann absolut lieben lernen. Also ein ganz tolles Buch für Sachbuchleser, aber auch für Leute, die normalerweise eben kein Sachbuch lesen, weil er einfach einen unglaublich witzigen und charmanten Stil hat. Wunderbar.